Wer hier so munter durchs Bild streunt, ist die einjährige Mischlingshündin Bichou, die im Jahr 2012 geboren wurde. Sie ist kastriert und verträgt sich gut mit Artgenossen. Ob man sie zusammen mit Katzen halten kann, ist dem Tierheim leider unbekannt. Sie ist kinderfreundlich und fährt gerne Auto. Die liebenswerte Hündin sucht ein neues Zuhause, gerne auch als zweiter Hund dazu. Wer Bichou zeigen möchte, wie das Hunde-Einmaleins funktioniert, kann sich in der Baumau-Insel in Kassel um sie bemühen. Und noch ein Jungspund wartet im Tierheim auf ein neues Zuhause. Da hätten wir Soso, den liebevollen Mischlingshund, der gerade mal ein halbes Jahr alt ist. Der Rüde ist noch nicht kastriert und verträgt sich gut mit Artgenossen. Ob er mit anderen Haustieren gehalten werden kann, weiß das Tierheim leider nicht. Kinder mag er gerne, allerdings müssten diese schon älter sein. Bei jungen Kindern ist aufgrund seiner Lebhaftigkeit noch Vorsicht geboten. Und last but not least hätten wir da noch Blume. Die Terrier-Mixhündin musste erneut ins Tierheim zurückkehren. Sie lebte 10 Jahre lang in einer Familie integriert. Nachdem die Familie Nachwuchs bekommen hatte, ging sie an ein neues Herrchen. Weil dieser verstorben ist, musste Blume ins Tierheim zurückkehren. Sie ist die optimale Hündin, auch für ältere Leute. Sie geht noch gerne raus, ist liebevoll und vertrauenswürdig. Wer diesen oder anderen Hunden im Tierheim Baumau-Insel in Kassel ein neues Zuhause geben möchte, kann sich dort unter Telefon 0561 86 15 680 melden.